Servus, der Marc von Build to Be ist hier und bei mir ist die Manuela. Lange nicht da gewesen, aber ich habe mich noch an die erinnert. Und wir machen jetzt ein, wie lange, 5 Jahre ersehntes Snake Eyes. 3 Zungenbissen hast du schon? Ja. Sind die von mir? Nein. Nicht? Nur eins. Eins, okay. So, eins ist besser als keins. Die sind sehr lang, ich werde es generell später mal kürzen, unbedingt. Ja. Jetzt, wenn du das Snake Eyes stiegst, das ist doof, wenn man es gleich kürzt, dann ist das, was gleiches ist. Nur für die Zukunft soll man das machen. Ja. Wir haben angezeigt, vorbereitet und wir stecken los. Du bist nervös, ne? Bisschen. Ja. Blaue Steinchen habe ich genommen, war richtig, gell? Ja. Dann ist dabei. Gut, okay. Also, ich bin gespannt, aber ich sag's ehrlich. Du hast, wie viele Piercings hast du? 11. Also, ich glaube, das ist für jemanden, der, sage ich mal, so viele Piercings schon hat, generell jetzt, ja, überschaubar ist, was man so. Also, und Zinderdose so. Und Zinderdose. Ja, genau. Ich glaube, du bist leidenserprobt. Wäre schön sein, du musst leiden, das kennst du. Ja. Zu also, gut. Ich denke, das schaffen wir auf jeden Fall. Ich lasse am Anfang den Start etwas länger. Ja. Einfach aus Sicherheitsgründen. Deine Zunge wird nicht spitz, deswegen ist der Stichkanal, wie schon erklärt, etwas breiter, als es bei dem, wo die Zunge spitz wird. Wir haben bei dir 15 mm, werde ich etwas über noch fahren. Und ich werde dich dann in 3 Wochen oder 2 nochmal hier haben oder 2,5 zum Wechseln, zum Kontrollieren. Dann mache ich den kürzeren Stab rein, dass das Ganze etwas kompakter liegt. Jetzt am Anfang ist es ein bisschen nervig mit dem langen Stab. Ja? Aber wenn man 3 Zungenpiercings im Mund hat, sollte das eigentlich für dich mal bewiesen sein. Ich glaube, das geht ganz easy. So. Sollen wir mal rausstrecken? Geht's eh? Mhm. So. Dann werden wir das hier mal festhalten, alles. Bleib mal bitte locker. Das ist der Einstieg schon. Super. Also von mir lebst du noch. Dann bin ich froh. So, dann machen wir hier noch kurz den Schmuck durch. Dann haben wir das auch schon drin. Perfekt, auch erledigt. So. Was haben wir gemacht? Mhm. Dann haben wir das. Verschraubt ist auch alles. Gut. Und mal zumachen. Alles rein tun wieder. Und wie ist es vom Gefühl? Gut. Gut? Gut. Also nicht komisch? Ja, auch. Gut und komisch. Ja. So. Lass jetzt einmal deine Zunge kurz sehen. Einmal rausstrecken. Ja, sieht super aus. Das ist cool geworden, ne? Gefällt es dir hoffentlich auch. Also wie gesagt, der Vorteil, den du hast, ist, dass du schon, wie gesagt, schon ein paar hast. Und wenn man schon ein paar hat, ist es natürlich einfach so für den Körper ein bisschen einfach viel mehr Memory-Effekt. Man weiß schon von der Motorik viel mehr, was er machen muss, als jetzt jemand, der noch nie eins hatte. Es ist zu lang. Und wir machen das, wie gesagt, kürzer, in 3 Wochen, schätze ich, 2,5 Wochen, mit Termin kurz vorbeifüßen. Am Anfang, wie gesagt, jetzt mal so lassen, weil die Zungenspitze wird schon dick, dass du da auf Nummer sicher bist. Ja. Gut. Von der Pflege, trotzdem, dass du so viel Piercings hast, möchte ich es nochmal kurz erklären, auch für alle, die Videos erst einmal schauen. Also du solltest bitte wirklich gründlich pflegen, Zähne gründlich putzen, nach dem Zähneputzen bitte mit der Mundspülung spülen. Da ist ein Messbecher dabei, 10 Milliliter nimmst du mir da bitte raus. Und spülst 1 Minute lang sauber durch und spuckst aus. Ja? Nach allem, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, sprühst du bitte den Mundspray rein, das den hast du in der Hosentasche. Mundspray bitte nehmen, nicht den normalen, ne? Weil das extra Mundspray draufsteht. Und dann einfach 2, 3 Sprühe rein und einfach schlucken, der ist nicht giftig, nicht eklig, der macht guten Atem und guten Geschmack. Der hilft sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, morgens und abends Mundspülung und Mundspray nach Bedarf. Und versuche nicht viel rumzuspielen, ich weiß, es ist verlockend, jetzt hört man da, wie ist das denn? Aber versuche das ein bisschen zu reduzieren. Dass du dich einfach dran gewöhnst und dann klappt das auch recht gut, recht schnell, dann geht es ganz gut. Gut, hast du Fragen? Nicht. Super. Dann habe ich auch keine mehr, um nichts mehr zu sagen, und eigentlich beim Latein am Ende. Wie war es, wo Schmerz ist? Jetzt tut ein bisschen weh, aber es geht. Ja, gut. Es ist erschreckend.
schon. Ne? Das Reden wird wieder besser, sobald die Betäubung weg ist. Aber natürlich die ersten Tage, du musst dich daran gewöhnen, dass es ein bisschen kleiner ist und denk dran, der Stab ist echt lang. Also natürlich das Reden, das richtig Gute kommt, wenn man gekürzt hat. So in 200 Wochen war wahrscheinlich ganz angenehm zu wechseln. Okay. Okidoki. Fragen? Nicht. Gut, alles klar. In diesem Sinne, danke dir fürs Video. Danke. Danke. Bis kommen und euch fürs Zuschauen. Tschüss, Baba.